Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des Landwirtschaftssimulators. Zuerst mal zwei Dinge, die ich ansprechen möchte. Das erste, super, wir haben zwei neue Abonnenten von 3 auf 5, freut mich echt. Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Ja, und das zweite ist, warum jetzt kein Video kam die letzten 3-4 Tage. Es liegt an dem Internet von mir, an Telekom-Internet. Also an, mehr oder weniger auch an Telekom. Da die immer wieder mal drosseln und so, das regt total auf, aber was soll man machen, ne? Jetzt hatte ich halt gestern mal den halben Tag kein Internet. Und naja, und weil ihr euch fragt, ja, warum kommen denn so spät immer erst die Videos? Ja, das liegt auch an den Upload-Zeiten. Ich meine, für ein Video von 5 Minuten brauche ich so circa 400 Minuten Upload-Zeit, also so, ja, 6-7 Stunden. Und ja, ist halt schon ziemlich lange. Ja. Okay. Aber jetzt schaut mir mal, heute habe ich den Mod, den man bekommt, wenn man zum Beispiel die Collectors Edition hat oder die Amazon Edition, dann bekommt man so einen Download-Code für einen Mod. Und das ist den Link, ich werde es euch noch verlinken, wo man dann den Code eingeben kann. Wenn ihr die Version habt vom LS. Ja, das ist nämlich der Lamborghini Nitro 120 T4i, wie es hier so schön steht. Ja, genau. Also mittelgroßer Traktor. Ja, auf jeden Fall schauen wir mal rum. Und ich muss sagen, Textur ist sehr scharf. Gefällt mir wirklich gut. Richtig schön und realistisch. So muss das sein. Ja. Also, das war echt mal ist echt mal ein schönes Ding von Giants. Auf jeden Fall, ja. Gefällt mir. Ja. Genau, schau mal in die Kabine. Ja. Ah, der Kaffee. Wie viel das ganze Zeug kosten soll. So. Hier ist er. Er kostet 130.000. Beim Verkauf natürlich die Hälfte wieder zurück. 75.000 sind es dann. 80 € Unterhaltskosten, also pro Tag. Und 120 PS, wie der Name auch schon sagt, logischerweise. Ja. Genau. Das war es nur noch mal kurz von mir. So, Geschichte, da haben wir auch nur noch. Ja.